Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu Game 2. Heute schauen wir, ob das Spiel namens Wolzen uns die Wartezeit auf Diablo 4 verkürzen kann. Außerdem klatschen wir uns Street Fighter Schellen um die Ohren. Den Anfang machen wir allerdings mit einem kleinen Geheimtipp namens The Suicide of Rachel Foster. Und was daran so geheim ist, das erfahrt ihr jetzt. Ein verlassenes Hotel, ein heftiger Schneesturm und der Tod eines 16-jährigen Mädchens. Das sind die Hauptzutaten von The Suicide of Rachel Foster. Dieser spielgewordene Psychothriller stammt vom erst 2019 gegründeten italienischen Entwicklerstudio 101 Games oder auch Cento Uno per Cento. Und weil mit Publisher Dedelic die Macher von Point-and-Click-Perlen wie Deponia oder Edna bricht aus ebenfalls ihre Finger im Spiel haben, deutet das auf potenziell schmackhafte Adventure-Kost hin. Da hab ich Bock drauf. Ich hoffe, das wird cool. Ja, das haben sich nach dem malerischen ersten Trailer bestimmt viele gedacht. Aber der Reihe nach, was ist denn das Ganze jetzt überhaupt? The Suicide of Rachel Foster ist, wie The Vanishing of Ethan Carter oder What Remains of Edith Finch, eins von diesen Spielen aus dem allseits beliebten Genre Spiele mit dem Vor- und Nachnamen einer für die Story wichtigen Person in Kombination mit einem düsteren Mysterium im dadurch insgesamt saulangen Titel. Okay, an der genauen Genrebezeichnung arbeiten wir noch. Spiele solcher Art leben von einer unheilvollen und dichten Atmosphäre, die euch tief in ihren Bann zieht. Dabei hauen euch die Geschichten im Idealfall einen Plot-Twist nach dem anderen um die Ohren, sodass man schließlich emotional überwältigt zurückbleibt. Wie nach einem verdammt gut durchdachten und bis ins kleinste Detail sorgsam inszenierten Film. Und wenn wir schon beim Thema sind, woran erinnert diese einsame Autofahrt zu einem verlassenen Hotel in den Bergen? Und check doch mal die Einrichtung. Hier die Kronleuchter etwa oder der Teppichboden? Na, klingelt's? Here's Johnny! Richtig! Nur macht ihr euch hier nicht zu Stephen Kings Overlook, sondern zum Timberline Hotel der Familie McGrath auf. Ihr spielt Tochter Nicole, die nach dem Tod ihres Vaters Leonard noch einmal an den Ort ihrer Kindheit zurückkehrt. Von da war sie 10 Jahre zuvor mit ihrer Mutter geflohen. Wer hier alles wie, wo und warum gestorben ist, müsst ihr selbst herausfinden. Schließlich wird die Story ganz bewusst in den Fokus gerückt. Und damit ist Punkt 1 unserer kleinen Genre-Checkliste auch schon abgehakt. Mindestens ein mysteriöser Todesfall. Direkt weiter zu Punkt 2. Schließlich wollt ihr ja auch wissen, was ihr hier so tun könnt. Das klick mal hier, klick mal da und schon ist die Lösung da, Gameplay. Für die Suche nach Antworten habt ihr mehr als genug Zeit, denn sobald Nicole im Hotel angekommen ist, sorgt ein tödlicher Schneesturm für einen unfreiwillig verlängerten Aufenthalt. Den einzigen Kontakt zur Außenwelt haltet ihr dabei über ein Funktelefon zu Bundesagent Irving. Any reason for your call, Irving from Federal, whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. An story-relevanten Objekten könnt ihr eine der vielen Dialogsequenzen auslösen. Die sind realistisch geschrieben und vertont, wenn auch bis jetzt nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Sollte das für euch ein K.O.-Kriterium sein, wartet mal lieber noch, bis hier nachgepatcht wird. Den entsprechenden Button dafür gibt's schon. Abwechslungsreiche Gameplay-Elemente sucht man hingegen auch auf längere Sicht vergebens. Stattdessen erhaltet ihr eine Handvoll nostalgisch und paranormal angehauchte Items, mit denen ihr euch im Dunkeln oder auf der Suche nach dem Ursprung eines Geräusches von A nach B bewegen sollt. Oder manchmal lauft ihr einfach nur so zum nächsten Ort auf eurer Checkliste. Und das war's auch schon. Keine Rätsel, keine Herausforderung. Das Timberline Hotel platzt zwar aus allen Nähten vor Krams, der förmlich schreit: Untersuch mich, ich bin ein wichtiger Hinweis! Relevant für den Spielverlauf ist davon aber fast nix. Hier wird für Adventure-Fans auf jeden Fall Potenzial liegen gelassen. Für unser Genre aber viel wichtiger, wenn nicht sogar essentiell, die Atmosphäre. Hier kann The Suicide of Rachel Foster richtig punkten. Das Hotel sieht einfach malerisch aus. Seine zahlreichen Räume und Flure sind mit liebevollen Details und dunklen Geheimgängen versehen. Und auch die ausgefuchste Soundkulisse erzeugt geradezu unwillkürlich das Gefühl der Isolation und Gefahr, das ein altes, verlassenes Gebäude so mit sich bringt. Das Holz ächzt, Nicoles Schritte klingen passend schwerfällig und jedes Geräusch lässt sich im Hotel genau orten, solange ihr Kopfhörer tragt. Kombiniert mit der Ego-Perspektive ergibt das ein verdammt immersives Gesamterlebnis. Beste Voraussetzung also, jetzt muss nur noch eins stimmen: die wendungsreiche und unvorhersehbare Geschichte. Nicole enthüllt viele erwachsene und ernste Themen im Laufe der circa 3-stündigen Story rund um die titelgebende Rachel Foster. Nur leider werden die nicht alle mit der nötigen Tiefe behandelt. Dabei ist der Höhepunkt recht vorhersehbar und Plot-Twists, im Plural, gibt's leider nicht.
Da wäre so viel mehr drin gewesen, gerade weil die Beziehung zwischen Heldin Nicole und Funkkontakt Irving so gut geschrieben und vertont ist und sich dadurch so realistisch anfühlt. He's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Wait, what did you say? Old farting... Ist The Suicide of Rachel Foster The Shining nur als Spiel? Nein. Ist es das beste Spiel unseres schwer zugreifenden, enorm komplexen Genre-Entwurfs? Auch nicht. Und lohnt sich der Besuch im Timberline trotzdem? Ich meine, ja. Ist das nicht eigentlich nur ein Walking Simulator? Kommen wir nun zu einem Spiel mit einem etwas prägnanteren Namen. Wolzen. Wolzen. Rau, kantig. Wolzen. Aber passt doch gut zum Spiel. Geht ja um Loot, Leveln, Monster kloppen, Wolzen. Was Wolzen eigentlich genau bedeutet, weiß hier eh keiner. Aber genau darum geht's nämlich an. Da ist der Name Programm. Schön alles wegwolzen. Obwohl, bedeutet das nicht, ist das nicht das altenglische Wort für Wolke? Nee. Okay, Wolzen Lords of Mayhem ist ein Hack-and-Slay-Rollenspiel, wie Diablo oder Path of Exile. Man verhaut Monster, lootet Loot und levelt auf. Die Grafik ist ziemlich geil, der Sound haut rein und man kann ewig an seinem Charakter rumdoktern. Die Story ist zwar nur okay, aber wen juckt das schon? Fazit, Genre-Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. War nur Spaß. Wir reden noch ein bisschen ausführlicher über Wolzen. Aber ja, das Wichtigste wisst ihr jetzt schon. Es ist im Grunde nur ein Hack'n'Slay, wie wir es schon oft gesehen haben. Dass es trotzdem im Moment ein heißes Gesprächsthema ist, liegt daran, dass die Fans dieses Genres ausgehungert sind. Seit Diablo 3 und Path of Exile ist nichts mehr erschienen, was diesen beiden Platzhirschen das Wasser reichen konnte. Wolzen könnte aber tatsächlich eine Alternative sein. Und darum lohnt es sich mal, genauer hinzuschauen. Stand down, Malus. I will take it from here. Wolzen begann 2015 als ein Crowdfunding-Projekt und hieß damals noch Umbra. Ein kleines Entwicklerteam namens Solarfall Games warb mit Features, die Fans das Wasser im Munde zusammenlaufen ließen. Im Mittelpunkt standen ein flexibles Skillsystem und eine ziemlich geile Grafik, die mit der potenten CryEngine realisiert wird. Aber es sollte auch eine offene Welt, eine rotierbare Kamera sowie Crafting und Housing geben. Knapp 5 Jahre später ist Wolzen nun erschienen, doch von den ursprünglichen Versprechen sind nur einige gehalten worden. Die Open World und die drehbare Kamera wurden noch während der Entwicklung gestrichen und Crafting und Housing will man erst später nachreichen. Na toll, typisch Crowdfunding, da wird ja immer zurückgerudert. Doch die Enttäuschung hält sich in Grenzen, denn trotz der Abstriche ist Wolzen ziemlich gut geworden. Die größte Besonderheit ist wohl, dass das althergebrachte System der festen Charakterklassen aufgeweicht wird. Bei der Charaktererstellung erscheint es zwar so, als würdet ihr eine Klasse auswählen, doch hier handelt es sich nur um eure Startwaffe. Wenn ihr im Verlauf des Spiels weitere Waffen findet, könnt ihr die tatsächlich auch alle benutzen, völlig unabhängig von ihrer Gattung. Gute, guck mal hier, ich hab den ganzen Wald leer gelootet, was gibst du mir für den Krempel? Gucken. Boah, 10 Gold. 10 Gold, 20 Gold. Sheesh. Digga, den willst du verticken? Ja, warum dann nicht? Ey, der ist einzigartig, das ist ein Hellbringer auf Xotor. Ja, und ich bin Barbar. Guck, hier ist meine Axt. Was soll ich mit so einem Zauberstöckchen? Ist doch egal, jetzt probier doch mal. Ich kann den doch nicht equippen. Jetzt nimm doch mal. Oh mein Gott. So, was sag ich? Jetzt bist du Magier. Herzlichen Glückwunsch. Fick die Waldfee, was ist denn hier los? Ja. Ich glaub's ja nicht, ich hab einen Zauberstab equipped. Was mit deinem Gold? Willst du das vielleicht noch mitnehmen? Ach so, ja. Ja. Besonders cool ist, dass sich Waffentypen auch mischen lassen. Wir haben zum Beispiel als klassischer Fernkämpfer begonnen, der mit Pfeil und Bogen angreift. Doch später haben wir einen guten Streitkolben und eine schicke Pistole gefunden, die wir jeweils in einer Hand ausrüsten konnten. Und zack, waren wir ein Streitkolben-Pistolero. Ehrlicherweise muss man sagen, dass sich diese Kombination kaum anders spielt als ein reiner Nahkämpfer, denn die Pistole funktioniert in dieser Kombo nur aus nächster Nähe. Was aber einen großen Unterschied macht, sind die aktiven Skills. Skills findet ihr unterwegs in Form von Hyperwürfeln und per Rechtsklick könnt ihr jeden davon erlernen. Doch welchen Skill ihr auch aktiv nutzen könnt, bestimmt die ausgerüstete Waffe. Wer Zauberstab oder Katalyst in der Hand hält, kann Energiestrahlen schießen oder einen Giftgolem beschwören. Wer schwere Schlagwaffen benutzt, kann einen heftigen Stampfsprung ausführen oder mit einem fetten Geisterhammer zuschlagen. Und wer Bogen, Dolch oder Pistole ausgerüstet hat, kann Phantomschützen herbeirufen oder eine superschnelle Messerkombo auslösen. Als Streitkolben-Pistolero standen uns also die Skills aus 2 Waffenwelten zur Verfügung und daraus entstand ein ziemlich erfrischender Spielstil.
Ein weiterer Punkt, den Hack-and-Slay-Fans geil finden, ist die komplexe und gleichzeitig benutzerfreundliche Charakterentwicklung. Bei jedem Level-Up dürft ihr einerseits eure 4 Attribute steigern, andererseits aber auch einen passiven Skill auf diesem riesigen, Skill-Perl-Netz auswählen. Und nein, ihr müsst nicht ungewollt Punkte investieren, um euch einen Weg von hier nach da zu bahnen. Ihr könnt stattdessen auch einfach die Scheiben drehen. Sehr bequem. Auch im Bereich der aktiven Skills erwartet euch eine Menge Bastelspaß. Durch regelmäßige Benutzung steigt deren Level und damit auch die Zahl der verfügbaren Modifizierungen. Und die haben ebenfalls deutliche Auswirkungen auf eure Effektivität. Kenner bemerken, dass Wolzen die besten Eigenschaften von Diablo 3 und Path of Exile miteinander vereint und dabei genau die goldene Mitte trifft. Weder sind die Entwicklungsmöglichkeiten zu simpel, noch unnötig kompliziert. Und on top nimmt es dem Spieler auch noch die Angst vor dem Verskillen. Denn sowohl für die Attribute als auch für die passiven Skills gibt's eine Reset-Funktion. Gute, ich bin's nochmal. Hör mal, der Zauberstab knallt nicht. Die Mobs da draußen hauen mir die Hucke voll, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ob und unten ist. Was ist denn da los? Ja, weil du noch auf Nahkampf geskillt bist, Diggi. Oh, scheiße, und jetzt? Musst du dein Bild umspecken, ist doch klar. Kostet aber einen Haufen urzeitlicher Affinität. Was, so viel? Okay, ja, hast du. Hm, nice. Bist du bereit? Ja. So, was haben wir denn hier? Guck mal, plus 12% Spellcasting Speed. Ist doch gut, oder? Ja, das ist gut auf jeden Fall. Hier plus 25 Wisdom. Oh. Kannst du das? Mhm. Und was ist hier mit Critical Hit Chance? Ja, Logan, Digi, gib ihm. Ja, ist klar. Mhm. Ja, einen noch. Ja. Aber dann ist Schluss. Ist klar. Hui, das war nun echt eine Menge nerdiger Rollenspieldetails und es gäbe sogar noch mehr zu erzählen. Zum Beispiel, dass man Edelsteine in Ausrüstungsteile sockeln kann. Oder dass man die Art der Sockel auch rollen kann. Oder dass es ein ziemlich cooles Fashion-Menü gibt, wo man das Erscheinungsbild und die Farben seines Equipments ändern kann. Aber so wichtig das auch alles ist, wir müssen auch mal über grundlegendere Dinge reden, wie zum Beispiel die Kampagne. Alright, point taken. Die ist in 3 Akte aufgeteilt, dauert zwischen 20 und 30 Stunden und ist manchmal ziemlich fordernd. Wie hier beim Boss des ersten Akts, der uns mehrfach den Arsch versohlt hat. Mit einer neuen Waffe und einer Umverteilung der Skillpunkte konnten wir uns zwar durchbeißen, aber man hätte genauso gut auch den Schwierigkeitsgrad auf Easy stellen können. Die Geschichte selbst ist solider Fantasy-Standard. Nachdem sich unser Held bei einer wichtigen Schlacht aus Versehen in einen Powerkrieger verwandelt hat, wird er von seinen eigenen Leuten gejagt, denn die sind gegen jedwede Form von Magie und Okkultismus. Gleichzeitig drohen dämonische Gottheiten mit Monstern, verrückten Fanatikern und irgendeiner Urzeitenergie die Welt ins Chaos zu stürzen. Es muss also an allen Fronten Kloppe verteilt werden. Dass der Kram hin und wieder in Form von Cutscenes erzählt wird, ist ganz nett, aber wegen der hakeligen Animationen sind die nur halb so episch, wie sie gern sein würden. It's not too late, Father. We're still the children of Hemlock. Right now, you're nothing but a defiler. A traitor of what the Purifiers fight for. Dafür sieht alles andere ziemlich geil aus. Die Umgebungen sind detailliert und abwechslungsreich und eine aufwendige Beleuchtung sorgt für die richtige Atmosphäre. Wenn dann noch das Effektgewitter der Kämpfe hinzukommt, kann man eigentlich nur noch staunen. Nach der Story wartet noch ein nettes Endgame, doch um das zu erreichen, hat sich Trant bis zur letzten Sekunde Zeit genommen. Wie sieht's aus, Trant? Hast du es noch geschafft? Ja, Ingo, ich hab's geschafft, gerade so. Ich hab ins Endgame reingeschnuppert und ich erkläre mal kurz, wie es funktioniert. Der Modus heißt Champion of Stormfall und da geht's darum, die Stadt Stormfall aufzubauen mit neuen Einrichtungen. Und diese Einrichtungen, die man da baut, die bringen neue Vorteile mit sich und schalten Dinge frei, wie zum Beispiel einen Boost für den Goldfeind-Wert oder auch einen 5. Skillslot oder sie erweitern auch das Inventar der Bank. Und so ein Projekt anzuschieben, so ein Bauprojekt, das kostet eine Menge Ressourcen. Und um dieses Projekt voranzutreiben, muss man Missionen erledigen. Davon gibt es 2. Es gibt einmal am Auftragsbrett ganz normale Missionen, wo man einfach ein zufallsgeneriertes Dungeon abläuft, muss alle Feinde töten und dann war's das. Und dann gibt es noch Expeditionen und die haben 2 Besonderheiten. Zum einen kann man zu Beginn einen Modifier festlegen, der das Dungeon schwieriger macht, aber auch die Belohnung erhöht. Und zum anderen kann man am Ende des Dungeons entscheiden, geht man wieder zurück oder trinkt man noch tiefer vor und macht ein weiteres Dungeon, was aber riskant ist, denn wenn man drauf geht, dann bringt das gar nichts. Das Projekt, das man angeschoben hat, wird nicht vorangetrieben und da war die ganze Plackerei umsonst. Wie Champion of Stormfall auf lange Sicht ist, kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber anhand der Ressourcenkosten zeichnet sich ab, dass es unheimlich grindig ist. Das muss man also mögen, aber wer den Grind nicht mag, der ist bei so einem Spiel eh falsch. Auf jeden Fall hält das Endgame einem wieder eine Menge Karotten vor die Nase, denen man hunderte Stunden nachjagen kann, um sein Mannequin noch krasser zu machen. Okay, bisher klingt das ja alles ganz gut, aber Wolzen leistet sich auch ein paar Schnitzer. Zum Beispiel bei der Steuerung. Weil die Aktionen Laufen und Angreifen beide auf der linken Maustaste liegen und das auch nicht geändert werden kann, sind präzise Positionswechsel ein Glücksspiel. Möglicherweise könnte auch ein Game-Controller Abhilfe schaffen, aber Controller werden aktuell gar nicht unterstützt.
Dann ist da noch die Trennung zwischen On- und Offline-Charakter. Wer online spielen möchte, muss sich dafür extra einen neuen Helden erstellen. Aber selbst das hat bei uns schon nicht geklappt, denn die ersten Tage waren die Server quasi ständig down. Also sind wir einfach offline geblieben. Und Bugs hat Wolzen leider auch. Mal verschwindet mitten in einer Cutscene der Boden, mal bleibt das Spiel in einem gescripteten Event hängen, was ein Neuladen des letzten Spielstandes erzwingt. Und die unklickbaren Fledermausgegner haben wohl nicht nur wir erlebt, wie ein Blick ins Community-Tab von Steam offenbart. Es geht um einen Bug, der verhindert, dass man diese Flattermonster hier anklicken kann. Ohne Chance zur Gegenwehr wird man dann zu Tode gespuckt. Verdammte Scheiße, ich kann nichts machen! Ah, es geht nicht! Verpiss dich, Alter! Ah. Hat das irgendwer mal getestet? So eine Hurenscheiße! Verbackter Mist! Schon wieder! Toll! Jetzt bin ich auch noch tot! Unterm Strich kann man sagen, dass Wolzen besser noch ein, zwei Monate im Ofen geblieben wäre. Es ist einfach noch nicht ganz durch. Dennoch wollen wir es nicht verteufeln. Die Bugs, die wir erlebt haben, sind keineswegs game-breaking. Und das Wolzen-Team liefert fleißig Hotfixes, sodass man auf schnelle Besserung hoffen kann. Der Online-Modus funktioniert jedenfalls wieder. Wer ein dickes Fell hat, kann schon mal loskloppen. Alle anderen schieben den Kauf noch ein bisschen nach hinten. As long as one of us remains, hope is with us. Moin Leute, vor gut zwei Monaten gab es eine spielbare Version eines neu aufgelegten Gothic. Lange Zeit war unklar, ob daraus mehr werden würde als nur ein kleiner Fanspaß. Jetzt wissen wir es genau, das Gothic Remake kommt. Das hat THQ Nordic nämlich diese Woche offiziell bekannt gegeben. Nachdem über 180.000 Spieler die kurze Demo gespielt haben, holte man sich umfangreiches Feedback über Steam, Social Media und eine eigens erstellten Umfrage ein. An letzterer nahmen über 40.000 Menschen teil und gaben mit einer überwältigenden Mehrheit von 94,8% an, dass sie eine Vollversion wollen. Nun wird genau analysiert, was sich die Fans für die Neuauflage des Rollenspielklassikers wünschen. Bei all der Erneuerung soll aber das Spielerlebnis so nah wie möglich am 2011er Original bleiben. Der Release ist für den PC und für die nächste Konsolengeneration geplant und soll nicht vor 2021 erfolgen. Ein Thema beschäftigt derzeit die ganze Welt: das Coronavirus. Die Auswirkungen des hochansteckenden Virus gehen mittlerweile so weit, dass auch die Videospielindustrie nicht davon verschont bleibt. Besonders stark betroffen ist derzeit etwa Nintendo. Aufgrund von Schließungen chinesischer Fabriken können weitere Montagepartner nicht mehr beliefert werden, was zu starken Flaschenhälsen in der Produktion von Switch-Konsolen führt. Daher rechnet man derzeit mit Lieferengpässen für Nordamerika und Europa ab April. Da im März der Release von Animal Crossing New Horizons als möglicher Systemseller ansteht, könnte der Engpass schwerwiegender ausfallen als aktuell angenommen. In Japan wurden die Vorbestellungen für die Switch Special Edition von Animal Crossing aufgrund des Virus bereits gestoppt. Auch Ring Fit Adventure ist betroffen. Da man in China und Japan gerade ungern das Haus verlässt, ist das Fitnessspiel für daheim nahezu überall ausverkauft, was einen Preisanstieg um teilweise das Dreifache zur Folge hat. Und auch Sony spürt die ersten Auswirkungen. So hat der PlayStation-Konzern die Teilnahme an der Games-Messe PAX in Boston Ende des Monats sicherheitshalber abgesagt. Wir verlieren keine Zeit, weiter geht's mit dem News-Ticker. Rasant eingeholt. Sonic the Movie spielte am Eröffnungswochenende stolze 57 Millionen Dollar ein und überholt damit Meisterdetektiv Pikachu. Somit übernimmt der blaue Rennigel die Spitze der erfolgreichsten Videospielverfilmung. Noch mehr Videospielstoff. Overwatch und Diablo bekommen Netflix-Serien im Anime-Stil. Da gerade erst die Vorproduktion gestartet ist, wird es bis zum Release noch ein Weilchen dauern. Neues Next-Gen-Futter. Rainbow Six Siege wird ein Launch-Titel für PlayStation 5 und Xbox Series X. Außerdem arbeitet man gerade daran, auch eine Crossplay-Funktion zum Start der neuen Konsolen anbieten zu können. Witcher to Go, ein aktueller Patch für die Switch-Version von The Witcher 3, beschert den Spielern neben einigen Grafik-Updates eine Cross-Save-Funktion zwischen PC und der Switch. Für PS4 und Xbox One liegen derzeit aber keine Pläne vor. Teuer eingekauft. YouTube sichert sich die Übertragungsrechte für die Overwatch League, Call of Duty League und Hearthstone. Geschätzte 160 Millionen Dollar soll Google an Activision Blizzard laut Sports Business Journal gezahlt haben. Mehr von Remedy. Laut einem Geschäftsbericht befinden sich derzeit drei Spiele bei Max Payne-Erfinder Remedy Entertainment in Entwicklung. Bestätigt ist bisher nur eine Singleplayer-Umsetzung von Crossfire X. Zu den anderen beiden Titeln ist nur bekannt, dass es sich um ein Live-Service-Spiel und um eine eigene Marke handelt. Vielleicht ein neues Alan Wake? Biomutant lebt. In einem Tweet wollten die Entwickler von Experiment 101 klarstellen, dass die Entwicklung noch im vollen Gange ist. Seit 2018 ist es ruhig um das Endzeit-Mutanten-Abenteuer geblieben. Ein Release könnte laut Insidern aber noch diesen Sommer erfolgen.
Erinnert ihr euch noch an StarCraft Ghost? Als Blizzards Schleichshooter 2002 angekündigt wurde, war der Hype groß. Mehr als heiße Luft kam aber nie wirklich rum und 2014 wurde das Projekt eingestellt. Wer hätte da gedacht, dass wir jetzt neue Spielszenen zu Gesicht bekommen? Zuerst waren es nur Screenshots und dann minutenlange Gameplay-Strecken vom eingestellten Blizzard-Shooter. Mittlerweile ist klar, dass das Material aus der Entwicklerversion der Xbox-Fassung stammt, die seit dem letzten Wochenende im Netz ihre Runden macht. Zu sehen gibt es recht unspektakuläre Schleich- und Ballerabschnitte, was durchaus ein Grund für den Entwicklungsstopp gewesen sein könnte. Außerdem berichten zahlreiche Spieler von schwerwiegenden Bugs und Abstürzen. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, sollte das eventuell bald tun, da Blizzard nicht sonderlich erfreut von der Veröffentlichung sein dürfte. Das waren die News für diese Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Krogi. Ey Nils, wer bin ich? Eindeutig Micha, dieses miese Dreckschwein, was seit Tag 1 der Game2-Redaktion auf den Sack geht, dass er angeblich der beste und unbesiegbarste Street Fighter-Spieler aller Zeiten ist. Und wer bin ich jetzt? Ja, das ist eindeutig der Rest der Redaktion, die mega genervt sind, alle von Micha, aber sich jetzt bereit machen, gegen ihn anzutreten. Genau. Und weil wir lange fadenscheinige Gründe hatten, um zu warten, ist jetzt der Moment gekommen, wo es losgeht. Denn Street Fighter 5 Champion Edition ist da. Und jetzt kriegt er aufs Maul der... Komm her, Micha, du Schweinehund, du! Komm her, komm her. Miese Kanaille da! Schanuken! Juhu, die Street Fighter 5 Champion Edition ist da. Tja, aber braucht man die? Sagen wir mal so, mit der Arcade Edition kamen ja bereits 2018 viele Charaktere und auch fehlende Spielmodi für Besitzer des Originals kostenlos obendrauf. Und auch die Online-Matches laufen mittlerweile technisch sauber. Und seitdem ist es für mich eigentlich eine abgeschlossene Sache. Doch mit der neuen Champion Edition bekommt man jetzt nochmal alle 40 Kämpfer, erhält mit den V-Skills 2 ein paar erweiterte Kampfoptionen und es gibt einen kleinen Story-Modus namens Shadow Falls. Außerdem kriegt man sämtliche Outfits und Kampfarenen obendrauf. Das eigentliche Spiel bleibt aber im Grunde das gleiche. Das macht dann 30 Irken für Neuansteiger und 25 für Besitzer des Originals. Also nochmal, braucht man das? Naja, die Champion Edition ist natürlich die kompletteste Version von Street Fighter 5. Neuansteiger und Sammler können locker zugreifen. Ich brauche sie aber nicht unbedingt. Ja, Moment, ich hab noch was. Also, seit 4 Jahren spiele ich jetzt Street Fighter 5 online und bin mittlerweile schon ganz geil. Und das habe ich jedem in der Redaktion gesagt. Wer ist der geilste in Street Fighter, hä? Du nicht! Und da fanden die alle, dass ich ein schleimiger Angeber bin. Vor allem Trant war es daher wichtig, dass ich Micha seinen Maul stopfen kann. Also gab es ein Redaktionsturnier. Gespielt wurde die Arcade Edition, da die Champion Edition zu dem Zeitpunkt noch nicht freigeschaltet war. Der Modus, die Redaktion verkloppt sich gegenseitig und der Sieger wird anschließend von mir vernichtet. Die ganze Sache schmeichelte mir, also willigte ich ein. Das große Street Fighter 5 Champion Edition Turnier beginnt jetzt. 8 Bluthunde verfolgen mich und wollen mich fertig machen. Warum denkst du, dass du eine Chance hast? Weil ich krass bin. Weil ich krass bin. Weil ich so schlecht bin, deswegen. Ich bin hier, weil es Kaffee gibt. Ich hab Hunger. Ich bin süß. Das war keine Frage. Jetzt geht's los, der erste Kampf. Markus versus Tim. Mal gucken, ob sie ganz gut sind. Hey Markus, zieh an meinen Finger. Haha, Furz. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich mach dich fertig. Und ja, danach Micha. Ich werde aber auf dir sitzen und auf dich furzen. Okay, ich find's gut. Das Turnier der kleinen Street Fighter-Strolche begann mit einer Sensation. Denn Markus eröffnete mit einem Hadouken. Das war natürlich viel zu raffiniert für Tim. Weil er nicht verstand, dass man decken kann. Auch die zahlreichen Shoryukens landeten zuverlässig in Tims verblüffter Yoga-Visage. Er reagierte darauf, indem er trotzig auf den Middle Punch-Button hämmerte. Markus cleveres Gegenmittel? Naja, dreimal dürft ihr raten. Shoryuken! Classic! Hadouken! Shoryuken! Ja. Hadouken! In Runde 2 überraschte Markus mit einer netten Schlagkombo und verkettete das Ganze sogar direkt mit seiner nun aufgeladenen Critical Art. Cool. Oh. Das konnte der Tim gar nicht blocken. Selbst wenn er wüsste, wie das geht. Der brennt, der alte Opa. Und der Opa brannte weiter. Das unbeholfene Gehaue endete mit einem beherzten Tritt in Gummigandals Schnauze. Eieiei. Eine unangenehm schwache Leistung von Tim. Doch statt sich angemessen zu schämen, beschwerte er sich über Trant. Trant, du sollst ein Besserwisser sein, was sagst du dazu? Ja, ich bin auf jeden Fall auch ein Besserwisser. Hast du den gesehen? Der hat dich einmal geblockt und so, ist jedes Mal in den Dragon Punch eingelaufen. Ich hab die ganze Zeit seine Hadouken geblockt, du Vollidiot. Du gemacht. Immerhin war die Stimmung jetzt wunderbar gereizt. Ich bin Anti-Air, hat er gesagt. Und auch die nächsten beiden Street Fighter Nulpen standen ja schon bereit. Du hast schöne Augen. Ah, du hast viel schönere Augen als ich. Du hast einen viel schöneren Bart als ich. Aber meiner ist irgendwie so stoppelig. Was für ein knuffiges Duell. Steves Taktik mit Vega war ein Klassiker aus dem Kinderzimmer.
einfach alle Knöpfe ganz schnell und kräftig drücken. Doch er hatte keine Chance. Denn Game-2-Grafiker Matti wusste schon, wie man einzelne Knöpfe mit Absicht drückt und prügelte den zappelnden Steve bewusstlos. Lässt du dich demütigen oder machst du ihn fertig? In Runde 2 gab es eine amüsante Wende. Weil Steve jetzt alle Knöpfe super schnell und super doll drückte, löste er aus Versehen einen Critical aus. Sicher ein tolles Erfolgserlebnis für ihn. Doch schon 2 Runden später landete Steve wieder in der Schenkelgrätsche. Was für ein Loser. Immerhin ließ er sich die Laune nicht verhageln. Ja, super. Ich applaudierte mit väterlichem Wohlwollen. Und mit Trant und Matthias standen sich nun immerhin 2 beherzte Hobbyprügler gegenüber. Du begibst dich in die Welt des Schmerzes. Ich weiß selber nicht, was ich tue, deswegen kannst du es unmöglich vorhersehen. Wir sind hier nicht in Vietnam, wir sind beim Bowling, da gibt es Regeln. Und ich mach dich fertig. Nein! Vor allem Trant griff zu verzweifelten Mitteln. Was machst du da? Ich kriege meinen Daumen ein, damit er keine Blasen kriegt und gut übers Steuerkreuz flutscht. Trants illegale Daumenwichse schien zu wirken. Mit Akuma öffnete er die gegnerische Deckung mit leichten Punches, um mit dem Go-Shoryuken nachzusetzen. Und mit dem Go-Hadouken hielt er Matthias meistens auf Distanz. Doch leider ließ er sich regelmäßig greifen, was ihn ziemlich sauer machte. Bullshit! Und in die erste Runde kostete. In Runde 2 überraschte Trant zu Beginn mit einem netten Luft-Tatsumaki und hielt Matthias lange Zeit in Schach. Doch der drehte an der Aggro-Schraube und nutzte wie ein Profi seinen nun aufgeladenen V-Trigger, der Cammys Angriffe verstärkt. Trotzdem holte sich am Ende Trant die Runde. Doch seine Hirnleistung war fast aufgebraucht. Ich kann gar nicht mehr! Tim kritisierte zu Recht, dass das ja wohl nicht alles sein könne. Das sind so diese typischen Street Fighter-Poser irgendwie. Halt dein Maul, Tim! In Runde 3 fand Trant erneut keine Antwort auf die Griffe von Matthias. Die könnte man natürlich mit einem Kontergriff aushebeln. Doch stattdessen forderte Trant einen Profi-Arcade-Stick. Du kannst auch nicht spielen mit dem Scheißpedaler! Doch Trant zeigte sich als Stehaufmännchen. In Runde 4 grillte er Matthias kurz vor der Niederlage mit seinem Critical. Das war der Durchbruch. In der finalen Runde hatte er Matthias Billo-Taktik namens unten schrauben, oben treten durchschaut. Gut so, Trant. Denn Dummheit muss bestraft werden. So! Das folgende Match hatte dann ungefähr so viel Schauwert wie das Face-Off. Ja, Sarah, ich glaube, du kriegst jetzt ein paar aufs Maul. Ich spiele nie Street Fighter, aber deswegen bin ich unvorhersehbar. Ist mir egal. Mir auch. Ich möchte euch das ersparen, deshalb nur der Schnelldurchlauf. Chris nahm Ryo, Sarah Chun-Li. In ihrem Match präsentieren sie eine mitreißende Mischung aus Gamepad-Kontrolle, einer Prise Noob-Rage und billigen Ausreden. Chris gewann das Match der Schande und die Zuschauer klatschten pflichtbewusst wie bei einer Schulerführung. Doch nun kam das Halbfinale. Du wolltest mich gewinnen lassen, hast du gerade gesagt. Vielleicht tue ich das auch, habe ich auch gesagt. Vielleicht machst du das auch einfach. Vielleicht mache ich es wirklich. Vielleicht nimmst du wieder Cammy. Vielleicht nehme ich Ken. Okay. Okay. Ich nehme Ken. Ich nehme Ken. Gut. Gut. Beide wählten Ken. Und ich konnte meine Spannung kaum verbergen. Wer beherrscht Ken besser? Wer macht mehr Feuerbälle? Das Match begann. Links Markus, rechts Matti. Und die beiden Kens hadukten, shoryukten und quatsdatsbadaduken sich die Fresse dick. Markus nutzte die wichtigen Crossjumps, um seine Angriffe im Rücken des Gegners zu starten. Auch den schwach getimten Critical von Matti blockte er und bestrafte ihn wie ein Großer. Nice, Alter. Easy wird er da gepunished. Zudem eröffnete er seine Shoryukens mit Punches, um Mattis Deckung vorher zu knacken. Die erste Runde ging an Markus. Runde 2 war jedoch wieder ein armseliges Feuerballtennis und ging knapp an Matti. In Runde 3 platzierte Matti seinen Critical besser, indem er Markus direkt aus der Luft fischte. Strategisch sehr wichtig. Doch Mattis Deckungsgame blieb schwach und er verschenkte den Sieg. Runde 4 war dann sogar recht unterhaltsam. Erstmals gab es ein paar Infights. Matti spielte jetzt defensiver und punishte den begriffsstutzigen Markus mehrmals. Die letzte Runde musste es nun entscheiden. Markus war sauer und bestrafte Matti gleich zu Anfang mit einer bemerkenswerten Dreier-Kombo aus hartem Kick, Shoryuken und anschließendem Critical. Nein! Ja! Das war die Vorentscheidung. Matti kämpfte sich zwar mühsam nochmal ran, doch am Ende reichte es knapp für den etwas weniger schlechten Markus. Der zeigte sich als fairer Gewinner. Der hat mir halt davor richtig krasse Tipps gegeben, das muss ich ihm lassen. Wie man Shoryuken macht. Wie man Shoryuken macht. Oh Mann, das geht echt ans Herz. Weiter geht's mit dem nächsten Halbfinale. Ob mit Creme oder nicht, du kriegst jetzt ins Gesicht.
Ich hab nichts. Außerdem hat er geübt die ganze Zeit. Weil Tran zeigen wollte, dass ich ein schmieriger Angeber bin, obwohl meine Leistung nun mal für mich sprechen, lagen seine Nerven blank. Ich red noch weiter, lass das Mikro her! Was für ein ekelhaftes Angeberschwein. Ja, das ist entspannt. Tim, du veränderst das Narrativ. Micha ist hier der Bösewicht. Wer hier der Bösewicht war, zeigte das folgende Match leider allzu gut. Denn der junge Chris, der doch einfach nur ein bisschen spielen wollte, bekam von Trant 1000 kleine Ohrfeigen. Ah! Nein! Fick dich doch mal jetzt! Während der technisch überlegene Trant keine Emotionen zeigte, so wie ein Monster. In Runde 2 gingen die boshaften kleinen Nadelstiche weiter. Dann gab es eine Überraschung. Weil Trant weiterhin nur leichte Kicks und Punches nutzte und Chris wenige, aber harte Treffer landete, ging die Runde überraschend an ihn. Da war der Chris ganz aufgeregt. Boah, ich hole dir gleich einen runter, wenn ich hier fertig bin, ey. Um Chris wieder abzuturnen, ließ Trant in Runde 3 so gut wie keine Treffer mehr zu. Tänzelte Chris Criticals aus, ließ sogar einen Crossjump in eine fiese Combo münden und verhaute ihn nahezu perfekt. Tim analysierte die Runde. Der Chris hat sich schon zu sehr aufs Masturbieren konzentriert. Und auch die vierte Runde war ein Gemetzel. Trant zerschmetterte die Träume des Nachwuchsspielers und gähnte sogar bei seinem Sieg. Oh. Ja. So, okay. Immerhin ließ sich Chris seinen Tatendrang nicht vermiesen. Ja, dann ab aufs Klo, ne? Tschüss. Das Finale der Herausforderer stand. Möge der Bessere gewinnen. Auf einen Fernkampf. Ja. Trant gegen Markus, da ging mir aber die Muffe. Gleich in der ersten Runde wurde Trant erneut zum Verhängnis, dass seine schnellen Einzelstiche kaum Schaden machen. Kens Attacken hauten dagegen, gerade bei Akuma, der als rohes Ei bekannt ist, übelst rein. Hier nochmal zur Verdeutlichung. Zugleich schaffte es Trant nicht, den eifrigen Markus wie die anderen auf Abstand zu halten. Zack, Runde verloren. Ehre genommen, ey. Runde 2 begann besser für Trant, der Markus dümmlich getimte Shoryukens nun mit harten Kicks bestrafte. Doch erneut prügelte Markus mit wenigen harten Angriffen Trants halbe Lebensleiste runter. Der stets bemühte Trant blockte sogar noch Markus' Critical, verstärkte mit der V-Gage professionell seine Angriffe, platzierte anschließend seinen Critical solide und verlor trotz besserer Technik auch die zweite Runde. Markus stand nun eine Runde vom Sieg. Doch dann passierte etwas Unglaubliches mit Trant. Ich nehme einfach meine Mütze und drehe sie rum. Das ist ganz genauso, als ob man eine Maschine startet. Und wenn diese Maschine anspringt, dann fühle ich mich wie ein anderer Mensch. Trant wurde zum Bollwerk. Egal, was Markus versuchte, seine Angriffe prallten ab und wurden wunderbar brutal beantwortet. Trant ist on fire. Trant hatte die Matchkontrolle übernommen und Runde 3 war eine unterhaltsame Bestrafung, fast ohne Gegenwehr. Boah, hinten kackt die Insel. In Runde 4 konnte Markus erneut zwei harte Shoryukens platzieren, spielte jedoch viel zu gleichförmig. Trant hatte Markus' Mini-Moveset durchschaut und bestrafte ihn für seine schreckliche Inkompetenz. Und in der letzten Runde comebackte der fleißige Trant gnadenlos weiter. Sogar Trants Griffe saßen nun mehrfach. Spitze Trant. Seine Leistung war ausreichend, um mich herauszufordern. Wie kannst du es wagen? Ich werde dich zerbrechen. Du bist das hier. Nein. Doch, du bist das hier. Das war episch. Das Finale bestand nun aus 3 Matches à 3 Runden. Ich umfasste das Gamepad. Ich bin kein schleimiger Angeber. Und das würde ich nun beweisen. Ich hab Bang und ja, Bruch. Tot dem König. Nun ja, schon Runde 1 war eine Sensation, wie ich dem kleinen Stümper ein paar Mal in die Schnauze trat, in den Rücken sprang, einen netten kleinen Ohrfeigenwirbelsturm losließ und ihn anschließend aus der Bewusstlosigkeit kleppte, um ihn abermals aus dem Bildschirm zu treten. Warte mal, warte mal! Die zweite Runde lief ähnlich. Nur mit einem kleinen Wirbelwind am Ende. Ich bin der Geilste, oder Trant? Schnauze! Aber ich bin ja kein Unsympath und versuchte ein wenig Würze ins Match zu bringen. Ich kenne das nur mit Ohrfeigen. Ich bin zwar ein Siegertyp, aber ich erzähle gern einmal einen Witz und dann lachen immer alle. Das ist wirklich so ekelhaft, das verschlägt einem die Sprache. Das restliche Gemetzel schneide ich besser mal zusammen für euch, aus Sicht von Trant. Aua, ouch, aua, ouch. Geil, Micha, ich bin ein Fan von dir. Damit war das Turnier beendet. Und die ganze Redaktion wusste nun, dass ich kein Angeber bin und mochte mich wieder. Ich bin der Beste. Ende. Ach, Moment. Ich höre gerade, es gibt noch ein Interview mit dem Sieger. Micha, Ihre Leistung war unglaublich. Wie machen Sie das? Nun ja, es ist vermutlich die gute alte Mischung aus Talent und kein beschissener Loser sein. Das hat man gesehen. Sie sind ja ein gnadenloser Killer. Ja, es stimmt. Ich bin eine wilde Karatebestie, bleibe aber volksnah. Das ist wirklich ein ganz besonderes Talent. Sie sind ein Siegertyp. Na, Vorsicht. Siege sind nichts Besonderes, sondern ganz alltäglich. Ich prahle nicht. Sind Sie deshalb so beliebt? Mhm. Und weil ich immer gewinne.
Alter, wie erbärmlich war das denn jetzt eigentlich, oder? Ja, kann man den ganzen Bums jetzt eigentlich auch ausmachen. Ja, und vor allem müssen wir uns das Gelaber von Michael jetzt die ganze Zeit anhören. Alter, die haben es nicht mehr fertig gekriegt, ein paar Knöpfe zu drücken. Nee, ich, die kriegen es nicht mal hin, den Abo-Knopf zu drücken. Ja, nicht mal den, ne? Oder die Glocke. Oder die Glocke. Ja. Komm, wir lassen das jetzt mit dem ganzen hier wieder schauen. Reingehauen. Toll, Michael.